Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich zusammen mit dem Retro Joe. Willkommen auf jeden Fall, bist du bereit? Ja, guten Tag, ich bin am Start, Panda, für euch da draußen. Wir quälen uns heute mit den Games, die wir in Montabaur auf der Börse in der 10 Euro Schrott Game Challenge erworben haben. Da gibt es jetzt aber noch eine kleine Vorgeschichte. Ihr wundert euch vielleicht, warum das Video so relativ spät kommt, 2 Wochen nach der Börse. Das liegt daran, dass wir das letzte Woche schon 2-mal aufgenommen haben. Und es heute das 3. Mal ist. Wir kennen diese Spiele also etwas. Inzwischen ein bisschen. Die Technik hat einfach nicht mitgespielt. Und weil wir wissen, was uns erwartet, haben wir uns beide bewaffnet. Ich habe hier einen schönen Honey Jack. Also wir haben jetzt gerade Ostermontag, 12.43 Uhr und wir betanken uns jetzt mit Whisky. Ja, ich habe natürlich einen schönen Glenfiddich, 15 Jahre alt. Ist nicht gerade billig, aber es ist ein sehr schöner Whisky. Ist ein Scotch, nicht so rauchig, relativ mild, sage ich mal. Aber ich würde sagen, lieber Joe, wir prosten uns mal einen zu. Auf eine gute Runde. Prost. Salut. Und auf jeden Fall, falls ihr das Video Schwächling. Falls ihr das Video bei dem Joe nicht gesehen habt, dann A, schämt euch und guckt sofort vorbei. Das Video ist natürlich verlinkt. Aber wir hatten die Challenge auf der Retro-Börse. Wir hatten jeder 10 Euro und haben uns dann bei den Händlern umgeschaut nach Spielen, die im Multiplayer sind, Super Nintendo und naja, geeignet für dieses Format, denke ich mal. Und da sind wir beide fündig geworden. Und zwar, ich hatte World League Basketball für 4 Euro und du, Joe? Ich habe Brutal Paws of Fury. Hinten steht drauf 12, ich habe es aber für 10 gekriegt. Die Verhandlung selber könnt ihr auch bei mir im Video live nachverfolgen. Lustigerweise hatte ich das World League Basketball, was du dann gekauft hast, lieber Panda, zuerst in der Hand. Beim für 4 Euro. Und dann dachte ich, nee, Basketball ist nicht schlecht genug. Da muss was anderes her. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, ich meine, wir zocken den Rotz ja hier zum 3. Mal. Puh, ja. World League Basketball ist Weltklasse im Vergleich zu Brutal Paws. Aber das werdet ihr gleich sehen. Und wir haben natürlich noch eine kleine Verlosung laufen. Und zwar könnt ihr diese Spiele gewinnen. Vergessen. Und zwar, um daran teilzunehmen, ihr könnt natürlich abstimmen, wer bei dieser Challenge gewonnen hat. Weil das wollen wir jetzt nicht einfach so irgendwie entscheiden. Deswegen bitte einfach mit Hashtag World League Basketball oder Hashtag Brutal Paws in die Kommentare. Und wir verlosen dann die Module entsprechend, packen im Zweifel auch noch ein bisschen was dazu, damit sie es lohnt. Auslosungs, bis wann also, ihr das kommentiert haben müsst und so weiter, steht alles in der Beschreibung. Also lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, ich nehme mir noch einen Mutschluck quasi und wir steigen ein. Ja. Genau, um noch ganz kurz darauf einzugehen, also wer auch immer gewinnt, er kriegt dann 2 Pakete, eins von Panda, eins von mir. Ich werde auf jeden Fall noch ein brauchbares Gameboy-Spiel mit reinpacken, weil das hier, ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt wirklich jemand haben will. Aber welches Gameboy-Spiel das sein wird, das steht in den Sternen. Ich finde bestimmt auch noch was, irgendwie Game Gear oder sonst was. Kriegen wir hin. Auf jeden Fall, genug der Vorrede, wir starten mit World League Basketball. Ah, Mist, jetzt habe ich 2 Player gemacht, warte. Dann kam er doch irgendwie zurück. Ja, weiß ich nicht. Bei unserer letzten Aufnahme haben wir es nämlich mal aus Versehen hingekriegt, dass wir zurückgegangen sind. Ich glaube, das musst du jetzt machen. Genau. Ah, sehr schön. Ich glaube, ja, genau. So, 2 Player, weil ich bin nämlich ist, Player. Ist natürlich one. Alles gekonnt diesmal. Ja. Und ich nehme, wie bei den ersten beiden Aufnahmeversuchen auch schon, die Dallas Stars. Ich glaube, es sind die Dallas, also ich weiß nicht, was es für Stars sind, aber es sind die Stars. Und ich nehme natürlich das weltbeste Team. Ihr seht es schon hier unten. Natürlich das mit dem Panda. Ja, die Beijing natürlich. Pandas, ne? Natürlich. Beijing war es, glaube ich. Ja, ja, wir wollen euch nicht Minuten länger als nötig quälen, Leute. Ja, und eben. Vor allem uns nicht. Genau. Lustiger geht's. Fakt, das Spiel ist von HAL programmiert. Ja, komisch. Also der Händler, ich habe den Händler direkt gefragt. Hier, ich habe 10 Euro. Was ist ein kackiges Super Nintendo Spiel? Und es fängt an. Und er hat mir das wärmstens empfohlen. Und dann, als wir es reingelegt haben, dachten wir schon so, hä, HAL? Also die haben ja schon andere Titel gemacht, ne? Ne, Joe?
Ja, Kirby zum Beispiel, hat der ein oder andere eventuell schon von gehört, ist eine, ja, ich will nicht sagen bekannte, aber jetzt auch nicht völlig unbekannte Hausmarke von einer kleinen Software oder einer kleinen Hardware-Schmiede namens, hilf mir kurz mal auf die Sprünge, ich glaube Nintendo. Ja, klingt sehr seltsam, aber ja, und unter Insidern ist dieser Charakter durchaus bekannt, hat aber glaube nur so 2-3 Spiele, ich glaube, ja. Taugen auch alle nicht so wirklich was, aber da könnte man die herkennen. Ja, genau. So, und ihr hört den Sound vom Spiel jetzt nicht, aber ich kann euch sagen, der ist nicht besonders prall. Da hat er gleich den Dreier. Das war auch bei der ersten Aufnahme, die wir gemacht haben, haben wir natürlich erstmal geguckt, was können denn die Knöpfe überhaupt? Da habe ich ungefähr auch von hier erstmal ausprobiert. Diesmal nicht. Ja, diesmal trifft er nicht, aber man kann hier durchaus von der Mittellinie aus einen Dreier schaffen. Oh Gott. Da, auch 3 Punkte. Also jetzt muss man halt auch fairerweise dazu sagen, World League Basketball, ich glaube, die sind alle so ein bisschen hölzern hier, weil die auch furchtbar Schiss haben, hier mal ins Auszulaufen. Denn ihr seht, außerhalb des Basketballfeldes ist hier das große blaue Nichts. Und es ist... Ich dachte immer, in so einer Halle sitzen auch Zuschauer und da gibt es noch vielleicht das eine Ersatzbank. Das wird hier im Schwimmbad so gespielt, das sieht man doch. Ist doch normal. Also unter Wasser, deswegen ist das auch so ein bisschen floaty, ne? Nein, aber jetzt mal ganz unter uns, so scheiße ist das. Also, dass der Spieler natürlich so einige Probleme, wie man sehen kann, die Perspektive ist seltsam. Ich finde es auch komisch, dass wir beim Spielen immer dieselbe Perspektive haben und nicht quasi so jeder von seinem Team eine Verfolgerperspektive. Boah, ich muss hier echt mal auf. Das ist der Whisky. Also, ich habe nichts gefrühstückt. Der schlägt natürlich voll zu. Ja, Traveling. Ich hab irgendwas falsch gemacht. Prost. Ja, befragt mich jetzt nicht so nach den Basketballregeln. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich bin auch der weltbeste Basketballprofi. Ich kenne Backcourt Violation und die. Ja, ja, musst du ja sein. Du hast ja jetzt NBA 2K18. Da bin ich auch immer sehr, sehr dankbar. Verbringe ich jeden Abend mit. Ich komme von diesem Spiel nicht mehr los. Voll schlimm. Sag mal, willst du nicht mal sowas wie eine Verteidigung hier haben? Ich weiß nicht, ich habe noch keinen Knopf. Also das ist, der Super Nintendo Controller hat ja 6 Buttons. Ich glaube, es sind nur 2 belegt, ne? Und ganze 2 sind belegt. Einer für passen, guck mal. Einer für werfen. Drück mal die Schultertasten, sehe ich gerade. Da kann man eine Aufstellung ändern, glaube ich. Ja gut, aber sowas wie Rennen oder sowas. Nee, aber ich glaube, die Aufstellung, die bringt jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich guck mal gerade. Ich habe aber sonst keinen Knopf, also... Ich glaube, ich kann mir die Aufstellung nur anzeigen lassen, aber nicht... Ist natürlich ein sehr früher Titel, macht natürlich sehr viel von dem Mode 7-Effekt quasi Gebrauch. Ja, du hattest ja quasi keine Wahl. Wenn du ein neues Super Nintendo-Spiel warst, so zum Launch-Zeitpunkt, da warst du ja nicht hip, wenn du keine Mode 7 konntest. Ja, gut, wobei natürlich dieser Effekt, der ist natürlich wirklich spitze. Ist natürlich nicht ganz so gut gealtert. Es ist halt hier von... Also F-Zero macht also das schon besser. Auch, dass die Kamera ständig wechselt, ist natürlich nicht das Optimalste, was jetzt die Übersichtlichkeit angeht. Aber da haben wir schon mal schlechtere Spiele gespielt, oder so? Das ist wohl wahr. Also ich habe auch schon schlechtere Sportspiele gespielt. Erinnerst du dich an unsere erste Folge mit dem großartigen Bill Lambier Combat Basketball? Also hier haben wir ja wenigstens 13-3, um das mal ganz kurz nebenbei zu erwähnen. Ich mache dich hier völlig nass. Das war aber gerade fast in den Kopf. Also ist es irgendwie gefühlt, ist es irgendwie Zufall, ob wir einen Korb werfen oder nicht? Ja, und auch egal von wo. Ich glaube... Das mag jetzt aber auch an dieser Online-Plattform sein, hier ans Nest Party, wo wir das mitspielen. Hattest du mal Gelegenheit, das einfach mal so in Super Nintendo zu spielen? Ich wollte mal ein Super Nintendo damit, ehrlich gesagt, nicht in Wein. Ich verstehe. Dein Super Nintendo oder beides. Obwohl mein Super Nintendo, das ist ja gar nicht angeschlossen. Da bin ich ja ganz stolz drauf, das seht ihr ja ab und zu bei mir im Hintergrund immer in den Videos. Das ist doch mein Super Nintendo von damals. Das habe ich bei meinen Eltern auf dem Dachboden wiedergefunden. Und dass es nicht vergibt oder sowas. Also das will ich, wenn möglich, schonen. Da muss ich auch sagen, da bin ich echt ein bisschen neidisch. Also nicht Neid im Sinne von, du Arschloch hast noch dein altes Super Nintendo, sondern eher im Sinne von, der Glückspilz, ich wünschte, ich hätte auch noch mein original altes Super Nintendo. Ich beneide jeden und ich beglückwünsche jeden, der noch seine Konsolen aus seiner Kindheit besitzt, denn da habe ich leider gar nichts vorzuweisen. Ich habe die immer alle verkauft, um mir das nächste zu holen. Nicht so gut wie auch, beziehungsweise als ich denn damals ausgezogen bin bei meinen Eltern, ist das einfach bei meinen Eltern geblieben.
Und ich weiß noch, so relativ kurz bevor ich mit dem Sammeln angefangen hatte, ich hatte auch viele PC-Big-Boxes, so Warcraft 2 und sowas, so den ganzen Klassiker. Ja, ich hab die mal weggeworfen, ne? Hat ja nur Platz weggenommen. Hui, erzähl das nicht, Metal Jesus, der stirbt und dreht sich da dann im Grab. Da war echt Klassiker, da war Diablo 1 dabei, Warcraft 2 und. Also richtig, richtig gute Spiele. Ha, naja gut, jetzt kann man es eh nicht mehr ändern, ist schade. Alten Blizzard-Klassiker, ne? Ja, in der Tat. Man bereut ja später häufiger mal, was man so zu Kindertagen Dummes angestellt hat. Gerade wenn es darum geht, was man alles weggeschmissen hat, wo man heute denkt, hätte ich das mal behalten? Das stimmt allerdings. Oh, du hast mich geblockt. Ich habe einfach wild auf die Knöpfe gedrückt, ehrlich gesagt. Wie langsam bewegt er sich denn gerade? Ey, da bin ich ja schneller. Und! Ja, und du bist Komm, noch ein Versuch. Kannst du knicken hier? Minute noch. Ich glaube, es sieht schlecht aus. Ja, 13 zu 5. Machen wir doch. Nee, das machen wir nicht. Nichts. Nee. Doch nicht. Also irgendwie, schade, also die bewegen eigentlich sich schon verdammt langsam, oder? Ja. Übrigens habe ich noch recherchiert, dass das Spiel hier in den USA tatsächlich die NCAA-Lizenz hatte. Also ja! Das ist kein No-Name-Titel, sondern die hatten da in den USA, ist das NCAA-Basketball, das ist quasi da die College-Liga. Ach so, ich wollte gerade fragen, was ist die das Amis? Ja, NCAA, das ist die College-Liga, von der aus die NBA dann später die Spieler rekrutiert. NCAA gibt es auch im Ringen, okay. Das gibt es auch im Football und im Eishockey, weiß ich nicht, aber Basketball, Football und so. Da gibt es von EA heutzutage auch, oder zumindest in der letzten Konsolengeneration, gab es da auch noch die College-Basketball- und College-Football-Spiele. Das ist im College-Sport ist ja in den USA eine große Sache. Das wird da ja sogar teilweise im Fernsehen übertragen und so. Da muss man den Amis ja lassen, in ihre Sportler stecken die ja sehr viel Entwicklungsgeld. Gut, die modernen Gladiatoren, ne? Hätten sie mal das Geld lieber woanders reingesteckt. Die sollten das vielleicht, was die in Sport investieren, da lieber in Bildung investieren. Etwas. Aber gut. Die Diskussion habe ich mit dem Donald schon so oft geführt, ich nehme lieber mal noch einen Schluck. Ich auch. Ja, ich würde sagen, das war auch das Spiel. Weil noch eine Runde haben wir, glaube ich, wie ist dein Bock. Fazit? Nee, ich muss auch das deswegen nicht deswegen geht's jetzt auch gleich zu Brutal Paws of Fury. Epischer Titel natürlich. Oh, warte, da muss ich mir gerade nochmal nachschenken. Ich seh ja dein Video und ich hast da auch so ein schönes Whisky-Glas. Selbstverständlich. Gab's letztens nämlich hier in einem Supermarkt bei uns um die Ecke im Bundle eine Flasche Honey Jack mit einem Original Jack Daniels Tennessee Honey Whisky-Glas. Wenn ich es dir geschickt habe, siehst du es gerne gespannt. Hier. Ich mag ja diese Whisky-Gläser mit dem dicken Glas und dem dicken... Dann haben wir sowas Ähnliches. Ich habe ja sogar hier ein graviertes. Nicht, dass ihr euch wundert, es gibt ja die solide Schnapsgläser. Die benutze ich hier nicht, weil ich bin kein Banause. Bei Whisky muss man aus einem großen, bauchigen Glas trinken. Das kann man nicht aus einem Schottglas trinken. Gottes Willen. Kann man auch, aber da nimmt man dann den Billig-Whisky von Lidl und nicht hier den guten Glenfiddich. Ist ja, natürlich genau. Übrigens keine Werbung. Also wir wurden jetzt von den Whisky-Herstellern leider nicht bezahlt, aber wenn ihr hier zugucken solltet, also wir lassen uns sponsern, ist so ist es nicht. Das ist einzig und allein für unser eigenes Seelenheil, damit wir das hier auch das was nochmal überstehen. Ja, weil wie ihr schon gesehen habt, wir wissen natürlich schon, was zu tun ist. Und das Erste, was bei Brutal Paws wirklich auffällt, ist Multiplayer. Warum zum Teufel soll man seinen Namen zuerst eingeben? Ja, what the fucking das braucht fuck. Kein Mensch. Hat niemand nachgefragt. Entschuldigung, ich habe gerade ein Bäuerchen gemacht, das tut mir leid. Deswegen haben wir es gerade schon so nebenbei gemacht, aber ach, das gibt auch nur... Ich schieb das einfach mal auf den Alkohol. Und nicht, dass ihr denkt, wir sitzen jeden Montag oder Sonntagnachmittag um 1 Uhr hier und sind uns am Betrinken oder so. Nein, das ist einzig und allein, um unsere Sanity nicht zu verlieren beim Spielen von dieser Scheiße hier. Ja, wie ihr seht, man hat hier auch ein sehr intuitives Charakterauswahlbildschirm. Nicht so wie bei Mortal Kombat oder ähnliches, ne? Wo man ein schönes Raster hat, wo man alles sehen kann. Nein, man muss hier schön nervig durchscrollen. Also ich stelle euch mal die Kämpfer vor. Wir haben Kung Fu Bunny. Dann haben wir den Prinz Leon. Dann haben wir den Tai Cheetah. Den Ray Red,
den Kendo Coyote. Also sie haben sich schon um Alliteration bemüht. Ja. Die Foxy Roxy. Natürlich Foxy Roxy. Und den Ivan. Welchen hattest du denn genommen? Ich habe letztes Mal mit Ivan den Bären angefangen. Ich glaube, ich habe gleich die Foxy Roxy, um hier gleich so schön das Niveau schön runterzudrücken. Aber ich glaube, wir haben ja jetzt auch erstmal, wir haben ja noch nicht unseren Kämpfer. Ach ja, stimmt. Du musst mal hier nochmal den Kämpfer wählen. Ja, und dann hast du da unten nämlich nur diese abgeschnittenen Köpfe und ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist Foxy. Ja, also warum soll man sich am Anfang einen aussuchen und dann später nochmal? Hä? Ja. Wie man sieht, Sieht das ja optisch im ersten Moment gar nicht so scheiße aus. Aber dann bewegt sich's. Dann bewegt sich's und wenn man dann noch weiß, dass der Knopfdruck irgendwie 3 Sekunden Verzögerung hat, bis die Aktion dann ausgeführt wird. Wobei, ich habe das Gefühl, das läuft ja, das kann ein bisschen flüssiger als beim letzten Mal. Trotzdem ist es scheiße. Ich habe gerade so eine tolle Pirouette gemacht. Also wie man sieht... Ja, das ist, weil ich dir ins Gesicht getreten bin. Die Animation. Instant Replay skippen wir mal. Nein, jetzt bist du auf Watch gegangen. Okay, dann analysieren wir das. Joe an dieser Fight. Stelle. Ja. Halleluja. Jetzt ist es so, dass es ein. Kann man das irgendwie überspringen? Das kann man doch nicht mal überspringen. Kann man. Doch, ich habe mal Start gedrückt. Das ist ein 6-Button-Fighter. Das heißt, warte mal kurz, ich will das kurz demonstrieren. Geh weg. Leichter Schlag, mittlerer Schlag, schwerer Schlag. Es ist dieselbe Animation, die einfach nur unterschiedlich schnell. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Ja, komm, so, jetzt das Maul. Und ich weiß, so blocken ist in dem Spiel auch nicht ganz so einfach. Kann man das überhaupt? Ich hab's auch nicht herausgefunden, ehrlich gesagt. Ja, doch, wenn du nach hinten drückst und nach hinten. Also bei ich kann hier gar nichts machen! Nach hinten drücke und dann aber vielleicht bin ich nicht aus dem Gefecht gesetzt. Keine Ahnung. Ich habe auch noch keinen einzigen Special Move hier rausgefunden. Ich hätte jetzt vorher recherchieren können. Aber ich dachte, wir bleiben mal fair. Nein, Hadouken hat hier keinerlei Wirkung. Oder ich krieg's mit dem Xbox-Pad einfach nicht hin. Ja, ich spiele auch mit dem Xbox-Pad, beim letzten Mal hast du mich. Komm. Aber ich spiele mit dem Xbox One-Pad, nicht mit dem 360. Also mein Steuerkreuz ist durchaus ein bisschen besser. Den habe ich auch. Ach stimmt, du hast dir einen Xbox One-Controller dafür gekauft. Der war bei meiner Oculus Rift dabei. Der wurde damals mit dem ausgeliefert. Sonst hätte ich hier nur ein Xbox 360-Pad rumliegen. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Xbox One. 360-Pad ist scheiße. Xbox One-Controller ist quasi ein guter Controller. Für umsonst. Okay, gut, sagt der sich für 500 Euro eine VR-Brille gekauft hat. Aber hey, ich habe die irgendwie besiegt, kann das sein? Wenn ich den Rechner dafür hätte, dann würde ich mir auch Oculus Rift holen, bevor ich mir PlayStation VR kaufen würde. Aber da kleinen Tipp. Allerdings jetzt so spät im Lebenszyklus kaufe ich mir auch keine PlayStation VR. Es kommt jetzt bald von Oculus eine neue Brille raus. Die funktioniert unabhängig von Computern. Die ist komplett autark. Oculus Go heißt die. Solltest du dir vielleicht mal anschauen. Da ist quasi der Computer in die Brille eingebaut. Sehr, sehr geil. Soll ziemlich gut sein. Nice. Kostet, glaube ich, aber auch 450 Euro oder sowas, aber dafür für Standalone, du musst keine großen Sensoren und sowas aufbauen, ist das gar nicht so verkehrt wahrscheinlich. Ja, das ist schon ganz cool, das stimmt. Wobei die nächste 450 Euro Anschaffung bei mir wahrscheinlich eher dann die PS5 oder Xbox, keine Ahnung. Ja, soll so nächstes Jahr kommen, aber ich habe... Ja, die E3 ist ja bald. Hast du gerade Energie zurückgekriegt? Skill. Wie? Purer Skill. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung. Am Arsch. Du weißt, bei so Fighting Games... Also, für mich... Da zeigt so geil. Finger auf du. Mich und dann kriegt der Energie zurück. Boom. Du, und dann halt so die Pose immer noch so lange. Stehe, um den Finger auf dich aber zu irgendwie verliere ich kaum Energie, oder? Ich weiß gar nicht, wieso. Nee, du kriegst die Energie nur jedes Mal wieder zurück. Weil ich so zeige, so du. Warte. Ja. Das ist so ein bisschen wie Hulk Hogan, wenn er zu viel auf die Fresse gekriegt hat. Dann ich habe das Gefühl, die Maus kann nichts, oder? Oder bist du das? Oh. Der Ray, die Ratte, ist echt scheiße. Wir wollen kein Replay. Aber es ist immerhin schön, dass es eine Replay-Funktion gibt, warum auch immer. Ja, braucht nur kein Mensch, weil irgendwie hätten sie. Also ganz ehrlich, Leute, ich habe ja schon viel gespielt und haben wir nicht letztes Mal auch... Genau, Shaq Fu haben wir letztes Mal gespielt. Das ist im Vergleich hierzu, ist Shaq Fu Street Fighter aber mindestens. Also ihr seht ja, die Animationen sind... Naja. Und
genau so ist das Spielverhalten. Also irgendwie ist das nicht sehr responsiv. Aber du machst hier irgendwelche Special Moves. Ha. Wieso machst du Special Moves? Ich kann keine Ahnung, wie ich es mache, ehrlich gesagt. Ich drücke einfach nur wild. Oh, 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 oh. Ich hab gewonnen! Mit der Zunge raus. Ja, ganz toll. Das ist der größte Sieg meines Lebens. Solltest du in deinen Lebenslauf packen. Wahrscheinlich ist so dein Whisky etwas schwächer als meiner, deswegen. Das ist eine prima Ausrede. Ich hab 35%. Ich hab eben geguckt. Ja, ich hab 40. Ja, nein, komm, 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 komm. Während du hier guckst, bin ich... Ich bin so fair und trete dir einfach so ins Gesicht. Oh, das ist aber nett, lieber Joe. Ja, hör mal. Ich kenne das mit den Regeln und so, ne? So, also wie man sieht, man kann die Leute prima in die Ecke drängeln. Aber ich glaube, du bist trotzdem quasi. Ich muss mich noch einmal treffen. Ah. Ist die Ratte doch nicht so mistig, wie ich gedacht habe. Hat die Spinning Backfist gesessen. Nee, aber auf Meister Splinter-Niveau performt er trotzdem nicht. Ja, komm, eine Runde grad sagen, machen wir noch. Wir spielen es eigentlich nur so, damit ihr einen guten Eindruck bekommt. Damit ihr wisst, wofür ihr auf keinen Fall Geld ausgeben solltet. Ach, hier, diesen Leo hat man noch nicht, glaube ich. Ja, und ich nehme Irvon. Du bist ja ungefähr das Dreifache von mir. Ja, aber irgendwie sehen die Grafiken so aus wie so billige Cliparts aus Mitte der 90er irgendwie. Die auf diesen 10.000 Cliparts auf einer CD-ROM kamen. Ja, aus der Computerbild-irgendwas. Kostenlos als Beigabe. Ja, in der Ultra-Deluxe-DLC-Combo-Pack-Version. Zack. Ja, irgendwie tust du gar nichts, oder? Ja, doch, ja, aber das finde ich bei so Fighting Games immer Mist, wenn man einen in die Ecke drängen kann. Das ist irgendwie nie gut. Ja. Gucken wir mal. Und zack. Während wir uns hier mit diesem Rotz rumschlagen, meine Frage an euch. Gefällt euch das, wenn wir uns hier zu zweit irgend so einen Scheiß antun? Findet ihr das unterhaltsam? Wir nämlich schon. Genau. Und wenn ihr das unterhaltsam findet, wären wir durchaus bereit, das unregelmäßiger Regelmäßigkeit zu tun, dann sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass ihr uns Multiplayer-Spiele, bestenfalls für Super Nintendo, vielleicht aber auch fürs NES empfehlt, die man zu zweit spielen kann und die bestenfalls dann auch noch kacke sind und trotzdem ein bisschen Spaß machen. Also wer da Vorschläge hat, immer einfach in die Kommentare rein, wir versuchen denn alles natürlich zu beachten, auf jeden Fall. Ja ich würde sagen... Um da kurz noch weiter drauf einzugehen, NES und Super Nintendo deswegen, weil es da die Möglichkeit gibt, das online im Multiplayer zu spielen. Der Panda und ich wohnen jetzt nicht so mega weit weg voneinander, aber 150 Kilometer sind es trotzdem. Das heißt, da ist ein bisschen Fahrzeit. Das ist jetzt nichts, was wir nicht bereit wären, auf uns zu nehmen. Aber das hier ist zeittechnisch für uns einfach einfacher zu bewerkstelligen. Das kann man so prima mal dazwischen schieben oder ähnliches, ne? Ja, da muss man nur mal abends Zeit finden, sich mal eine Stunde hinzusetzen, hoffen, dass die Technik klappt. Und einen schönen Whisky trinken. Aber ich glaube, das mit Whisky trinken dabei, das gefällt mir ehrlich gesagt. Das macht das alles hier etwas erträglicher, würde ich sagen. Grund zu trinken. Ja, genau. Und bei den ersten beiden Runden, wo wir das aufgezeichnet haben, haben wir als kleinen Bonus noch, was hatten wir als erstes? Ja. Balls 3D? Aber diesmal dachten wir uns... Jetzt wollen wir mal noch ein schönes Spiel machen, wo wir nämlich... Ja, oder zumindest was genau, wir noch beide, nicht kennen. Wir beide kennen es noch komischerweise gar nicht, obwohl es ziemlich gut sein soll. Nämlich Street Racer. Und in letzter Zeit wird viel drüber geredet. Der SNES Maniac hat es empfohlen, der MZ ist großer Freund von Street Racer. Und so als kleines das Ubisoft-Logo, das ist ja süß. Wie retro ist das denn? Doch, ist ja niedlich. Ja, hier, Retro Joe und Retro Panda, da geht auch Retro Ubisoft. Herrlich, ne? Schönes Zeitzeugnis auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal eine... Boah, kann sogar zu viert gespielt werden. Zwei Player. Sehr cool. Ja, also wir haben das beide noch nie gespielt, wir spielen es einfach auch nur mal eine Strecke an. Ich würde sagen, ja, irgendwas wird so ein 1 gegen 1 sein. Vielleicht muss ja kein quetzig zusammen sein. Es kann ja auch einfach nur so ein Multiplayer-Dings sein, ne? Ja, genau. Also wir müssen auch nicht unbedingt nur Scheiße spielen. Ihr könnt uns auch gerne mal sagen, hätten wir nichts dagegen, cool, komischerweise. Hier, gar kein Thema. Ich würde sagen, verschiedene Charaktere. Ja, ich nehme den Helmut. Ich nehme den Helmut. Frank. Helmut muss sein.
So anscheinend ein bisschen so auf Deutsch gemacht natürlich. Ein bisschen nach einem Roten Baron anscheinend mit den Doppeldeckerflügeln oder mit den Dreifachdeckerflügeln. Ja. Selbstverständlich. Herrlich. Und ich nehme hier Frank, der sieht nämlich so ein bisschen aus wie Hulk. Grün und lila sind die Farben von Hulk. Hulk ist einer meiner absoluten Lieblings-Comic- und Filmfiguren. Bist auch so schnell wütend? Oh, auf jeden Fall. Und wir versuchen in Zukunft auch mal das irgendwie technisch so hinzukriegen, dass wir auch den Spießsaum mit aufnehmen können, weil das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir versuchen es irgendwie mal hinzukriegen. So, ich bin unten auf jeden Fall. Also Mode 7 natürlich, klar, wie Mario Kart. Ich weiß nicht, was hier Gas ist. Okay, B ist Gas. Ja, wobei ich sagen muss, die Grafik geht in Ordnung, aber die Übersicht. Ja, bei mir jetzt gerade nicht. Die Übersicht finde ich persönlich besser bei Mario Kart. Und die Steuerung ist schwerer, würde ich sagen, oder? Ungewohnt auf jeden Fall. Aber das mag auch wieder durch die Verzögerung der Online-Plattform SNES Party liegen. Das Streckendesign erinnert auf jeden Fall deutlich an Mario Kart. Aber ist es gar nicht so verkehrt? Also, da könnte man. Nee. Was mache ich denn hier? Ich glaube, ich führe, oder? Also, es ist auf jeden Fall schwerer zu steuern irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Vielleicht muss man auch im Gegensatz zu Mario Kart einfach mal bremsen zwischendurch. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Steuerung direkter ist, also dass es. Dass das stärker steuert, sage ich mal, als bei Mario Kart. Das übersteuert auf jeden Fall mehr. Also ich habe hier gerade noch gar keine Kontrolle und weiß auch überhaupt noch nicht, wofür die anderen Knöpfe sind. Ich fahre aber in die falsche Richtung. Das ist doch auch schon mal viel wert, ne? Kinder, don't drink and drive. Gottes Willen. Auch zu viel stelle ich mir jetzt lustig vor. Okay, wobei nur so ein Viertel des Bildschirmes ist ein bisschen sehr. Ja, das ist scheißegal, Panda. Ich habe damals auf dem N64 mit meinem Cousin und seinen beiden Nachbarskindern GoldenEye auf dem 30-Zoll-Fernseher gespielt. Ja, beziehungsweise, das war ja damals nicht 30 Zoll, das war 30 Zentimeter. Da hatte jeder quasi 7,5 Zentimeter Bilddiagonale und das war geil. Wir sind einfach zu verwöhnt geworden, glaube ich. Ja, ich krieg's hier gerade überhaupt nicht hin. Merkt man gar nicht. Sollen wir nochmal. Also das einzige Spiel, wo ich euch hundertprozentig sagen kann, wie sehr die Verzögerung von SNES Party hier wirklich zum Tragen kommt, ist Panda, hau doch mal Street Fighter rein. Da muss ich hier kurz mal gucken, ob ich das habe. Street Fighter 2 Turbo wahrscheinlich, ne? Ist egal. Oder wenn du gerade parat hast. Sieht ein bisschen beschissener aus. Ich hab's vorhin schon mal. Street Fighter 2 Turbo ist wirklich immer noch mein liebstes Fighting Game überhaupt. Meins auch. Ich habe jetzt hier einfach mal Street Fighter 2, weil das sowieso auch ein bisschen langsamer ist. Hier kann ich euch auf jeden Fall exakt sagen, wie sehr das Ganze dann hinterher spackt oder nicht. Ja. Bist du am Start, Panda? Hat das bei dir funktioniert? Gut, ich muss noch mal ganz kurz in die Optionen meine Knopfbelegung ändern. Ach, so profimäßig sind wir unterwegs. Selbstverständlich. Nee, ich bin auch so gut. Na klar. Wollte ich gerade sagen, wir müssen eigentlich hier Dingeskirchen machen. Drück mal Start, ob du drücken kannst. Ja, kannst du. So, bin ich natürlich die Chun-Li. Jetzt geht's mit der groben Kelle. Vorausgesetzt, ich krieg das mit dem Xbox One Controller hin. Der ist nämlich. Steuerkreuz ist zwar besser als beim 360-Pad, aber trotzdem, wow. Weil die Chun-Li hat nämlich diese eine Spezialattacke, die kann ich. Und zwar hier die Tritt, da muss man einfach nur drücken, ganz viel. Versuchst gerade den Hadouken immer zu machen. Ja, und es klappt nicht. Also, ihr seht, definitiv ist auch das SNES Party ein Stück weit für Verzögerungen. Hast mich aber trotzdem nass gemacht. Das hält natürlich ein Profi wie mich nicht davon ab, so einen Noob wie den Panda hier in seine Schranken zu weisen. Es ist dein Whisky. Es ist dein Whisky auf durch deinem Magen. Ich habe mein zweites Glas jetzt auch gerade nochmal geleert. Ich habe es geschafft mit den Beinen. So, hast du ja Hadouken. Komm her, du Lutscher. Okay. Nein! Du schlägst Frauen und dann bist du stolz drauf? Nee, nur Chun-Li. Oder wenn sie drum bitten, aber das ist dann in einem anderen Zusammenhang. Natürlich schlage ich keine Frauen, das ist das Allerletzte. Also schlauen Fragen, jetzt kann ich auch nicht mehr reden langsam. Frauen schlagen ist natürlich vollkommen inakzeptabel, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren.
Willst du noch eine Revanche oder? Ich glaube, ja, komm, ein noch. Mit dem Honda. Ach, guck mal. Weil wir im Singleplayer-Modus sind, kann ich nicht mal den Charakter. Brauchst du, glaube ich, auch gar nicht, oder? Video spielen. Nee, das ist nicht so schlimm. Komm hier, gibt's eine schöne Shelly hier. Gegner, weil der Hard Punch von dem nämlich immer ein Overhead ist. Komm. Und wenn er hier. Ja, Noob, kriegst du nicht hin. Den Dragon Punch kriege ich nicht hin. Aber solange du mir immer schön hier in die Faust springst, ist es auch nicht so wichtig. Komm hier, mal mach deine Händeattacke. Wieso macht er die nicht? Ich komme da nicht durch. Weil die Verzögerung des Lag ist zu groß. Alter! Macht nix. Mach dich. Eines schönen Tages, Panda, werde ich bei dir an der Tür klingeln. Und dann hast du nicht mehr die Ausrede, dass hier irgendwas leckt oder so. Denn dann wird auf richtige Hardware gespielt. Verdammt. Ich mach einfach nicht auf. Ich hab den Dragon Punch hingekriegt. Jetzt kann ich zufrieden. So. Ich streck alle Viere von mir. Der Abend gelaufen. Auf dich. Ja, Retro Joe. Ich sollte meinen Kanal umbenennen von Retro Joe spielt in Retro Joe siegt. Pass mal auf. Nächstes Mal nehmen wir irgendein Spiel, was ich kann. Ja, hier. Ich hab noch Zeit. Wie lange ist denn das Video schon? Ich hab gerade keinen Überblick. Komm. Ich würde sagen, das reicht. Na gut, ich spiele noch ein bisschen. Genau, wir haben auch die halbe Stundenmarke, sehe ich, gerade erreicht. Deswegen passt das eigentlich. Also, wenn es euch gefallen hat, schreibt einfach in die Kommentare rein, was für Spiele ihr noch als nächstes sehen wollt. Und natürlich nicht vergessen, für das tolle, epische Gewinnspiel Hashtag Hashtag Brutal Pause of Fury oder sagen wir nur Hashtag Brutal Basketball. Hashtag, genau, wir müssen es nicht komplizierter machen, als es nötig ist. Wir könnt ja dieses wunderschöne Exemplar natürlich gewinnen. Auch sagen, Hashtag ist beides scheiße, aber ich will die Gameboy-Spiele haben. Das geht auch, meinetwegen. Und von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen. Für die, die meinen Kanal nicht kennen, der Panda blendet den sicher gerne unten mal ein. Schaut doch auch mal bei mir vorbei. In der Regel bin ich alleine vor der Kamera, aber ich glaube trotzdem halbwegs unterhaltsam. Natürlich bei weitem nicht so wie der Panda mit seiner coolen Mütze. Da kann ich nicht gegen anstinken. Aber nichtsdestotrotz, lasst doch bei mir auch mal ein Hallo. Genau, würde mich natürlich super freuen, wenn ihr beim Show vorbeischaut. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Hasta la vista.